Hallihallo, hier ist mal wieder euer kleiner Streamkicks. Ja, unser Kristallner hier, unser Kristallprinz bzw. Kristallwolf hat heute mal wieder ja ein Video rausgehauen, was echt schwere Kost ist. Daher, ich werde darauf auf jeden Fall reagieren. Sein Video heißt ganz genau Histaminallergie, Verbindung zur schamanischen Kinesiologie. Aha. Das war so mein erster Gedanke, ne? Was für ein Quatsch. Ne, was Histamine jetzt irgendwie mit Muskeln zu tun haben, also ne, Muskelverspannung und so weiter. Na gut, schauen wir mal. Ne, weil die Kinesiologie ist eine Pseudowissenschaft, wird aber heutzutage tatsächlich auch angewandt, ja, vor allen Dingen bei Masseuren. Ja, was das Ganze jetzt irgendwie mit Muskulatur zu tun hat, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden mal schauen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir starten ganz einfach mal rein und hören mal, was unser Kristallprinz hier so zu sagen hat. Moin, ich Kristallwolf, Kristallmensch, echter Schamane bin ich, Kampfkunstmeister, Kristallkind und ja, chemisch hochsensibel. Das Thema jetzt durch die aktuelle. Nee, also weder Kampfkunstmeister noch Schalalamane, noch tiefsensibel, noch Kristalloberkind. Ne, das passt alles nicht. Ne, das haben wir alles schon x-mal durchgekaut, ne, Herr Kristallwolf. Nee, sind sie alles nicht. Ne, weil, wie gesagt, ne, dieses Kristallmensch, Kristallkind, das ist halt, kommt aus der Esoterik. Ne, das hat nichts mit Schamanismus zu tun. Ne? Ich weiß, das verstehen Sie nicht, ne? Weil Ihr Intellekt das nicht ganz aufnehmen kann. Das weiß ich. Deshalb wiederhole ich es ja auch immer wieder. Ne? Und wir werden tatsächlich in diesem Video hier, zumindest in diesem ersten Teil von meiner Videoreihe, tatsächlich feststellen, dass Ihr Intellekt gewisse Sachen nicht aufnehmen kann und nicht verarbeiten kann. Ne? Daher nutze ich sie eigentlich als, ja, Vorzeige, Schalalaman, ne, als Vorzeigesubjekt, ne, als Testobjekt, ne, um das, was ich sage, ein bisschen zu unterstreichen. Ne, also vom Prinzip her reagiere ich gar nicht auf sie, ne, das können Sie also ohne weiteres wegignorieren, sondern ich nehme sie hier tatsächlich als abschreckendes Beispiel. Ne, für das, was ich erklären möchte. Aber hören wir mal weiter. Diagnose, die ich hatte durch einen Hauttest. Und das trifft ganz gut in das Thema mit rein. Also, nur mal kurz vorweg. Ne, eine Histamin. Ich möchte jetzt nicht sagen Allergie, sondern Intoleranz. Das trifft es besser. Eine Histaminintoleranz oder auch Histaminunverträglichkeit kann man nicht über einen Hauttest feststellen. So viel wollen wir doch schon mal festhalten. In Ihrem Video, was Sie ja gemacht haben, ne, von wegen erster Arztbesuch 2023, sagten Sie das auch. Ne, dass sie keine Histaminunverträglichkeit oder so etwas haben. Ne, das haben sie tatsächlich gesagt, mein lieber Herr Kristallmensch. Und jetzt ist es plötzlich wieder anders. Ne, also Histaminunverträglichkeit oder Intoleranz kann entstehen. Ne, ist aber theoretisch heilbar. Ne? Auch praktisch heilbar, ja, klar.
Das kommt und geht, wie es möchte. Es ist also nicht unbedingt ein Dauerzustand. Es sei denn, der Histaminspiegel ist so extrem hoch, dass er ganz einfach nicht mehr zurückgeht. Histamin ist übrigens ein Botenstoff. Also unser Körper produziert Histamine und unser Körper braucht die auch. Nur so viel schon mal vorweg. Aber mal gucken, was wir noch zu sagen haben. Histamin, Allergie, Unverträglichkeit. Und ja, ich hatte 2009 das erste Mal von schamanische Kinesiologie erfahren, übers Internet natürlich, was auch hervorragend perfekt gepasst hat zu der weihenden Warnung und dem Ja, hier ist wieder ein schönes Beispiel von, ich habe ein Wort gelernt, aber es nicht verstanden. Ne? Das ist ein super Beispiel. Ne? Dieses Wort, was er hier gelernt hat, ist ja Kinesiologie. Aber dieser Mensch weiß wahrscheinlich gar nicht, was das heißt. Weil er benutzt es hier völlig falsch. Ne? Darauf gehe ich aber im späteren Video auf jeden Fall nochmal ein. Ne? Nur mal so. Ich finde es immer wieder erschreckend, wie unser kristallener Oberprinz hier mit Fremdwörtern um sich schmeißt, mit denen er gar nichts anfangen kann, weil sein Verstand das gar nicht verarbeiten kann. Das ist, wie gesagt, das ist ein wunderbares Beispiel hier. Wie ein Mensch von sich behauptet, er ist etwas, von sich behauptet, er versteht von etwas und begreift gar nichts. Und das ist tatsächlich, das ist ein super Beispiel hier. Und es ist irre. Und wie gesagt, das ist meine Meinung, das äußere ich hier. Und das darf ich auch so äußern, weil, wie gesagt, im Laufe des Videos ich sie hier noch widerlegen werde. Deshalb darf ich das. Ich dürfte noch ganz andere Sachen, aber das lasse ich mal erst. Hinweis, den ich in einem Geistheilungsritual bekomme, wo 30 oder 40 Personen anwesend waren, in der Mitte der Leiter und ich und mir das gesagt wurde, reinige dich von innen nach außen, damit du von innen nach außen strahlst. Aha, und das hat was mit Kinesiologie zu tun. Schwachsinn. Schon zum einen gewusst war, erkannt wurde mitten in diesen Ritualen und voraussehend diese vielen Angriffe und durch die Channelings von Metatron. Ja, Metatron und Thor oder. Und Todd. Okay, Metatron und Todd. Entschuldigung, aber das ist wieder so eine Sache, wo zwei Fantasiegeister, Metatron und Todd, ne? Zwei Sachen, die weder mit Schamanismus noch mit sonst irgendetwas zu tun haben. Das sind, oh Mann. Diese beiden haben nichts mit Schamanismus zu tun. Diese beiden haben nichts mit irgendetwas zu tun. Die werden immer ganz gern herausgeholt, diese beiden, Metatron und Todd, wenn es darum geht, eine Theorie zu untermauern, ne, wenn jemand nicht mehr weiter weiß, ne, und ja, keine Argumente mehr hat, ne, dann heißt es plötzlich, ja, in den Schriftrollen von den beiden heißt es aber,
Diese beiden haben nie existiert. Es gibt keine Schriftrollen von den beiden. Ne? Das Ganze sind Hirngespinste. Meine Güte. Fängt ja wieder gut an hier. Dass wir uns von innen nach außen reinigen sollen, entgiften, entschlacken, alles Künstliche, nicht natürliche an Fetten und Eiweißen, wovon es sehr vieles gibt. Ja, nennen Sie mir doch mal nicht natürliche Fette und Eiweiße. Wohlgemerkt, nicht natürlich. Also jetzt kommen Sie mir hier nicht mit Kuhmilch oder so. Allein im Bereich Butter und Margarine sind in einer Ökotestreihe mal, das weiß ich, das war. Margarine, ne, ist tatsächlich ein ziemliches Industrieprodukt, aber Butter? Holen Sie sich Milch vom Bauern, dann können Sie die Butter selbst schlagen. Noch natürlicher geht's nicht. Also ich verstehe das jetzt hier gerade mal wieder nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich keinerlei Ahnung habe, was Kinesiologie ist. Wahrscheinlich, ne? Aber wir können ja mal gucken, was Kinesiologie mit Ernährung oder Allergien oder Histamin zu tun hat. Wollen wir mal machen? Machen wir. Können wir unheimlich gerne. Ich hoffe, Sie schauen das auch intensiv, weil hier können Sie jetzt was lernen. Man merkt, ich bin ein bisschen säuerlich heute. Weil als ich mir dieses Video angeschaut habe, Leute, ich dachte im ersten Moment, ey, was redet der Mensch denn da? Ich war noch voll in der Arbeit und war ein bisschen geschockt. Aber gut. Was ist damals? Ne, was ist das? Und als Untertitel, das fand ich ja unheimlich süß, Muskelbotschaften verstehen. Im ersten Moment dachte ich, ja, okay. Dann kommt dieses hier. Ne, die Kinesiologie ist eine alternativmedizinische Heilmethode, um schmerzhafte Blockaden im Körper zu finden und zu lösen. Mithilfe des Muskeltests wird das Problem lokalisiert und anschließend durch gezielte kinesiologische Übungen für einen freien QI-Fluss gesorgt. QI-Fluss, keine Ahnung. Wenn die Energie ungestört fließt, verschwinden die Schmerzen. Kinesiologie steht im engeren Zusammenhang mit Osteopathie, Chiropraktika, Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin und allgemein der alternativen Medizin. Aha. Hat also null, gar nichts mit Abwehrkräften oder Allergien oder Histaminen zu tun. Nur dachte ich mir, okay, ne? Was weiß denn schon die Nürnbergische Versicherung darüber? Ne? Dachte ich mir mal, Herr Sana. Ne? Kann man ja mal gucken. Muskeln als Botschafter. Mit Muskeltest testen Kinesiologinnen, tralala, den Energiefluss im Körper und sie ermitteln Techniken mit der Energieausgleichen. Vom Prinzip her, ein bisschen Humbug. Dann habe ich mal wieder Wikipedia zu Rate gezogen. Die angewandte Kinesiologie.
Vom altgriechischen Kinesis, Bewegung und Logie, ist ein alternativmedizinische und pseudowissenschaftliche Diagnose und Behandlungskonzept aus dem Bereich der Körpertherapie und Chiropraktik. Jetzt frage ich mich allerdings allen Ernstes, was Muskelverspannungen und ähnliche Sachen mit Allergien zu tun haben. Also ich weiß es nicht. Oder mit Ernährung. Ist mir jetzt nicht wirklich einleuchtend. Wie immer, solche Sachen werde ich dementsprechend auch verlinken, damit das jeder sich nachlesen kann. Also ich persönlich kann da jetzt nicht irgendwie, wenn mir ein Muskel wehtut, weiß ich nicht, ob der mir dann sagen will, ich soll mehr Fisch essen oder mehr Rüben oder sonst was, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich was mit anfangen. Ne, aber wie gesagt, ist wieder so ein pseudowissenschaftliches Krimskrams. Ne, also hat nichts tatsächlich mit unserer heutigen Medizin zu tun. Ne, und wenn dann tatsächlich nur sehr, sehr beiläufig. Ne, also so viel schon mal dazu. Ich hoffe, Herr Kristallmensch, ne, Sie lesen sich das tatsächlich mal durch, damit Sie überhaupt wissen, wovon Sie reden. Aber schauen wir doch mal weiter. Ich glaube, vor 12 Jahren. Alle bis auf 4 Produkte komplett durchgerasselt. Und mindestens 2 davon, die damit gut beurteilt wurden, waren Bioprodukte. Das hat mich überhaupt nicht gewundert. Teilweise vielmehr erschrocken, was für ein Dreck da verkauft wird. Ja, und vor allem, was Sie hier wieder für einen Dreck ins Netz feuern, das erschreckt mich immer wieder. Ne? Ich kann es nicht verstehen, dass ein erwachsener Mensch, ne, die wollen ja erwachsen sein, ne, mit knappe 60 immer noch pseudowissenschaftliche Theorien hier ins Netz feuert. Das kann ich nicht verstehen. Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ne, das habe ich übrigens auch nicht rausgefunden. Ich habe dieses Video tatsächlich komplett durchgeschaut. Ich habe noch nicht herausgefunden, worum es in diesem Video tatsächlich geht. Ne, also wo der rote Faden ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die schamanische Kinesiologie ist zu erkennen, wer wir sind, also in dem, was versucht, uns zu manipulieren. Das ist Quatsch. Absoluter Tünnef. Ich habe es doch eben gerade gezeigt. Es hat was mit Muskelverspannung zu tun und damit kann man diese Muskelverspannung orten. Punkt. Punkt. Einfach Punkt. Und es ist pseudowissenschaftlich. Das heißt also, der Nutzen ist nicht erwiesen. Der Nutzen ist nicht erwiesen und nicht untermauert. Sie sprechen hier wieder von Pseudowissenschaften. Ne? Also nichts, was irgendwo tatsächlich nur im Ansatz erwiesen wurde. In uns einzudringen, durch unser Aurafeld, wenn eines da. Und das, was Sie sagen, diese Kinesiologie, hat nichts mit Aura oder sonst irgendetwas zu tun. Ne? Überhaupt nichts. Null. Ne, da hat nur irgendjemand, Mensch, das ist ein ganz tolles Wort, das benutze ich jetzt mal, um Leute, die ja vielleicht ein bisschen weniger helle sind, das Geld aus der Tasche zu ziehen, damit sie meine Bücher kaufen. Ne? Und damit sie meine Produkte kaufen. Ne? Weil das lässt sich dann, wenn man so etwas in Werbung einbaut, kann man damit echt Geld verdienen. Mehr ist das nicht.
Und sie fallen auf so einen Quatsch rein. Eines existiert, eines sehr starkes, meine ich, und sich jemand einschleicht und dadurch. Ja, das mache ich ja ständig bei Ihnen, ne? So jetzt auch. Ich versuche es mal telepathisch. Angekommen? Ich hoffe. Ne? Ansonsten, ne, mein Kumpel, die schwarze Wolke oder auch die schwarze Magie, wird sie heute auch noch besuchen. Ne? Damit sie dann wenigstens einmal richtig durchgeschüttelt werden. Vielleicht kommt dann noch so ein bisschen Intellekt dazu, ne, der ihm zur Aufnahme von wissenschaftlichen Fakten fehlt. Ne? Der fehlt ihnen einfach. Ne? Das ist meine Meinung tatsächlich. Ne? Und ja, schauen wir mal weiter, was da noch alles bei rauskommt jetzt hier. Also, ich weiß nicht. Umso vollwertiger, umso gesünder wir uns ernähren und umso individueller. Möglichst frei von magenreizenden Schärfen, bei mir zum Beispiel Pfeffer. Magenreizenden Stoffen sollten Sie eher sagen. Weil das hat ehrlich gesagt nichts mit Schärfen zu tun. Wenn man zum Beispiel Sachen isst, wie Fisch, ne, der den Histaminhaushalt anregt, ne, der also die Botenstoffe, die Produktion von Botenstoffen anregt, diese dann natürlich wiederum, diese Botenstoffe dem Magen sagen, pass mal auf, ja, jetzt wollen wir mal hier richtig Dampf machen und man Magenschmerzen bekommt oder Sodbrennen. Ne, das kann an Fisch liegen. Ne, das kann an Tomaten liegen und. Ne, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, an die es liegen kann. Aber halt auch Fisch. Ne, den Sie hier übrigens nicht erwähnen werden, sondern ganz im Gegenteil, Sie werden sagen, einmal in der Woche esse ich Fisch. Fisch ist genauso histaminfördernd wie Tomaten. Nur mal so zur Info. Ne? Vielleicht sollten Sie sich mal ein bisschen belesen. Ach ja, ist das nicht schön hier. Aber hören wir mal weiter. Okay, Tape 6. Oder so. Ja, mir fällt es heute ziemlich schwer. Aber schauen wir mal weiter. Pepperoni darf ich erst gar nicht dran denken, da war ich vor 10 Jahren auch mal ziemlich dämlich. Das wusste ich, doch eigentlich habe ich jetzt geahnt, Pepperoni zu viele genommen. Das sollte man vielleicht vermeiden. Aber das sagt einem schon der normale Menschenverstand, dass man, wenn man dementsprechend scharfe Peperoni hat, davon vielleicht nicht ganz so viel nehmen sollte. Was war die Folge? Ich habe mit Magenkrämpfen im Bett gelegen. Ja, Histamin lässt grüßen. Aber anschließend war es wieder gut. Histamin musste dem Magen sagen, hier pass mal auf, du musst jetzt richtig ackern. Und wie gesagt, das ist noch keine Histaminunverträglichkeit ist das noch nicht. Und wie gesagt, Histaminunverträglichkeit kann nicht über einen Hauttest festgestellt werden. Das geht gar nicht. Auch wenn unser lieber Kristallmensch das so haben möchte. Aber das funktioniert leider Gottes nicht. Pfeffer wurde dann ein Riesenproblem. Umso mehr ich ja vollwertiger mich ernährt habe. Eine Bio-Ernährung ist im Grunde ganz genau genommen eine biologische Ernährung. Völlig. Das ist völlig ein bisschen daneben. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Frei von künstlichen Produkten, künstlichen Zutaten. Aber Sie haben doch mal in einem Ihrer Videos gesagt, dass Sie Fertigprodukte bevorzugen. Oder irgendwie sowas war doch da mal.
Ich erinnere mich da zwar nur dunkel dran, aber da war was. Und Fertigprodukte, da ist ganz viel Chemie drin. Ob das jetzt Geschmacksverstärker sind oder sonst was. Ja. Alles, was da reinfällt, sind wir ein künstliches Produkt? Ganz sicher, in dem Falle umso mehr Künstliches wir in uns aufnehmen. Dann wird der Körper durch unsere eigene Dummheit das Toleranzfeld immer mehr auseinandergerissen. Was für ein Toleranzfeld. Jetzt kommt gleich noch, dass irgendwo sich irgendwas im Körper auflöst oder so. Das fehlt jetzt noch. Also, mein lieber Herr Professor Kristall-Oberwesen. Nee, einfach nur nein. Immer mehr gedehnt und die Zellendichte sämtlicher Organe, auch der Knochen und des Dickdarms, was ganz besonders widerlich ist. Zellendichte. Die Zellendichte nimmt ab. Wollen Sie das tatsächlich sagen? Im gesamten Körper nimmt die Zellendichte ab? Wissen Sie überhaupt, was das heißen würde, wenn die Zellendichte abnimmt? Dann würden sie auseinanderfallen. Ne, ganz einfach zerfallen. Blub. Ganz einfach zerbröseln. Tun Sie sich doch selbst einen Gefallen. Ne? Sich und vielleicht auch mir und den paar Zuschauern, die ich habe. Informieren Sie sich. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann bringen Sie über diese Themen kein Video raus. Die Zellendichte. Also, meine Güte. Keine Ahnung vom biologischen Aufbau des Menschen. Oder keine Ahnung von überhaupt irgendeinem biologischen Aufbau dieser Mensch hier. Ich habe ihm in ihrem im letzten Video schon gesagt, was ich produziert hatte. Ihnen fehlt da ein bisschen was. Und zwar Wissen fehlt Ihnen. Ne, um solche Themen überhaupt angehen zu können. Ne, ich möchte nicht gerade von mir selbst behaupten, dass ich so extrem klug bin. Ne, ich habe ein gewisses Grundwissen, auf das ich aufbauen kann. Allerdings würde ich ein Thema wie Zellenaufbau und so etwas überhaupt nicht angehen, weil ich da nur das Grundwissen habe. Ne? Und ich weiß, wenn die Zellendichte abnimmt, dann fällt der Mensch auseinander. Meine Güte. Dort die Scheiße, feinste Zellen davon, feinste Flüssigkeiten. Das sind die Membranen. Ne? Aber nicht die Zellmembranen, wovon Sie jetzt gerade hier versuchen anzufangen, sondern die Membranen im Magen-Darm-Trakt, die durchlässiger werden können. Das ist aber eine Magen-Darm-Erkrankung. Ne? Da ist der Haushalt, möchte ich mal sagen, im Magen-Darm-Trakt nicht in Ordnung. Ne? Die Bakterien sind da nicht so ganz mehr vorhanden. Ist eine schlimme Krankheit, ne? Weil dadurch kann tatsächlich auch der Darm absterben. Ne? Und dann bekommt man einen künstlichen Darmausgang verpasst. Aber das ist eine Extremkrankheit. Mein lieber Herr Gesangverein hier, die trifft auf Sie nicht zu und auch auf keinen anderen, der irgendwo mit Allergien zu kämpfen hat. Also ich oder sich
irgendwie falsch ernährt hat oder richtig ernährt hat, das hat damit absolut nichts zu tun. Das ist eine Erkrankung, eine separate Erkrankung. Ne, da kann man auch nicht mal eben sagen, pass mal auf, ne, ab morgen isst du halt nur noch Weizenbrot, ne, und dann geht es deinem Darm, Magen-Darm-Trakt wieder besser. Nee, funktioniert so nicht. Ne, sicherlich kann man da ein bisschen was mit Ernährung machen, aber man muss dann dementsprechend auch andere Sachen dem Magen-Darm-Trakt wieder zuführen, wie eben diese Bakterien, die unser Körper braucht. Durch die Zellwände in den Rest des Körpers durch. Nein, nicht durch die Zellwände, durch die Membran des Magen-Darm-Traktes. Ja, das hat jetzt nicht mit den Zellwänden zu tun. Die Membran an sich wird dünner. Durchdringen. Das ist so eklig, wie es klingt, und auch so schädlich, wie es klingt. Denn das hängt alles miteinander zusammen. Aber nicht mit der Ernährung, nicht mit einer falsch oder richtigen Ernährung. Nur das hat was damit zu tun, dass man zum Beispiel, nur mal zum Beispiel, eine sogenannte Magen-Darm-Grippe hatte. Daraufhin eine Entzündung bekommt im Magen-Darm-Trakt. Diese Entzündung sich nicht hundertprozentig ausheilt. Und die sogenannten Fresszellen, unsere Abwehrkräfte, dann auch die Bakterien im Magen-Darm-Trakt angreifen. Damit hat das was zu tun. Das hat jetzt nichts mit falscher oder richtiger Ernährung zu tun, dann tut mir leid. Also das ist der geringste Faktor bei solchen Sachen. Und Histamin, die Wirkung aufs zentrale Nervensystem, auf das Immunsystem, auf die Entzündungen, die dann. Histamin greift übrigens nicht das Nervensystem an. Das ist absoluter Schwachsinn. Histamin ist ein Botenstoff. Dieser Botenstoff überbringt seine Nachricht dem Organ, welches für dessen die Nachricht, gedacht ist, zum Beispiel dem Magen. Ne, mit der Botschaft, hier, pass mal auf, jetzt aber richtig viel Magensäure bilden. Oder richtig wild durcheinander arbeiten. Es ist ein Botenstoff. Ne, ohne Botenstoffe würde unser Körper nicht funktionieren. Ne, wir brauchen den. Sicherlich ist es dann so, dass hin und wieder mal, das passiert tatsächlich jedem Menschen, plötzlich mal Sodbrennen hat. So. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch eine Unverträglichkeit gegenüber Histamin hat. Ne, das heißt das nicht. Und ja, Histamin verursacht auch keine Entzündungen oder ähnliche Sachen. Es ist nur ein Botenstoff. Sie hauen hier wieder irgendetwas wild durch die Gegend und wissen gar nicht, wovon sie reden. Das ist fürchterlich. Sich verstärken. Nein, Histamin verstärkt auch nichts. Histamin reagiert nur. Es ist ein Botenstoff. Das weiß ich noch, das habe ich 2009 in einem Naturheilmagazin gelesen. Erstmals, das hatte ich mehrere Jahre. Es mag sein, dass Sie damals gelesen haben, aber Sie haben es nicht verstanden. Ne? Dazu reicht Ihre Grundbildung nicht, möchte ich mal so sagen. Das ist meine Meinung tatsächlich, dass Ihr Bildungsstand nicht dazu ausreicht, um so etwas erfassen zu können. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Das kann man ja irgendwo nachholen. Aber dass Sie dann solch ein Video hier rauskloppen, wo Sie gar nicht wissen, worüber Sie reden. Das ist irre. Wir sind gerade mal bei Minute 5 und ich bin schon bei Minute 34. Aufbewahrt,
so lange durchgelesen, bis ich die Dinge nicht mehr vergessen habe. Und ganz besonders, weil da sehr wichtige Dinge drin standen, also Fakten, habe ich das bis heute nicht verstanden. Richtig, vollkommen richtig. Das ist übrigens jetzt ein freudscher Versprecher. Sie haben es nicht verstanden. Da wollte Ihr Körper tatsächlich mal, beziehungsweise Ihr Hirn tatsächlich mal die Wahrheit sagen. Sie haben es bis heute nicht verstanden, was da drin steht. Vollkommen richtig. Verstanden, hä? Ich bin zu doof zum Arschloch. Bis heute nicht vergessen. Mit dem Arschloch meinte ich nicht mich, sondern etwas Astrales. Das ist Quatsch. Es war Ihr Unterbewusstsein, was sich dort gemeldet hat. Mehr nicht. Das hat nichts mit Astral zu tun. Das war ein freudscher Versprecher. Ne, so nennt man sowas, wenn man tatsächlich dann mal aus Versehen in einer Diskussion oder in einem Vortrag etwas sagt. Ja, was das widerlegt, was man davor gesagt hat. Das nennt man freudscher Versprecher, wenn dann tatsächlich mal die Wahrheit ans Licht kommt. Allein schon die Tatsache Diabetes und Überzuckerung, Zuckerschock. Okay. Diabetes und Zucker. Leute, nehmt es mir nicht übel. Ne, aber ich hatte heute einen ziemlich langen Tag. Ne, und deshalb mache ich nur dieses relativ, für meine Verhältnisse relativ kurzes Video. Den ganzen Rest werde ich dann morgen machen. Und ja, es ist einfach so extrem. Ne? Und dieses Diabetes-Ding hier, was er jetzt hier anspricht, da stellt er auch wieder Thesen auf, die ja weit, weit weg von Gut und Böse sind. Ne? Von daher würde ich jetzt hier ganz einfach mal einen Cut machen. Ne? Und ja, ne? Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer kleiner Streamfix.